In unserem Projekt ist es darum gegangen, strategische Stoßrichtungen für ein Psychiatriezentrum im Rinntal zu eruieren, gewisse Analysen zu machen betreffend Patienten und Bedürfnisse im Bereich der psychischen Gesundheit. Wir haben zuerst interne Mitarbeiter befragt, was die wichtigsten Anspruchsgruppen sind in ihrem tagtäglichen Geschäft, haben dann die strukturiert und analysiert dargestellt und sind dann so angegangen, um die externen Anspruchsgruppen nachher zu befragen. Also die grösste Herausforderung war sicher, eine gemeinsame Sichtweise zu erarbeiten. Die Sichtweise von der psychischen Gesundheit und unsere Sichtweise aus der Wirtschaft, dass wir zusammen einen Nenner bringen können. Wir haben uns sehr viel in rascher Zeit aneignen, vor allem an Fachwissen. Es war eine fremde Branche und wir hatten einen super Teamgeist. Und ich glaube, mit ein bisschen Fleiss und Teamgeist ist fast alles möglich. Also der Bereich psychische Gesundheit ist ein sehr spannender Wachstumsmarkt, der aber auch grossen strukturellen Herausforderungen entgegensteht in der Zukunft, und die gilt es jetzt zu analysieren und die Weichen entsprechend zu stellen, um sich für die Zukunft zu positionieren. Also wir freuen uns riesig über die Nomination. Es war ein schwieriges Thema im Spannungsfeld psychische Gesundheit und Wirtschaft, nicht etwas Alltägliches, vor allem auch in unserem Studiengang nicht. Und es ist das beste Dankeschön, das wir eigentlich haben können für unsere harte Arbeit, die wir da reingesteckt haben.